Max? Oh, Chef. Max, wie geht's? Es geht sehr gut blendend. Ich habe beim Scrabble gerade Quiegleit doppelt 46 Punkte. Grossartig. Zählt Ansehen im Scrabble? Ansehen, ich muss schauen, was im Duden drin ist. Was ist Ansehen, Max? Ansehen sind heiße Quellen in Japan. Wo du jetzt gerade bist und darum siehst du auch so frisch aus. Was hast du nämlich gemacht in Japan? Ich habe badet. Ich habe mich geputzt und badet. Geschrubbt. So richtig, und jetzt bist du total erholt, du siehst auch blendend aus, muss man genau. sagen. Genau, ich habe vor der 140 Kilo gehabt, jetzt noch 80. Und sag, für Wellness, für heiße Bäder nach Japan, warum nicht einfach ins Migros-Hammam? Wir haben ja da auch unser Wellness-Center. Was soll das? Warum bist du so weit gereist dafür? Gut, Hammam ist etwas anderes. Onsen sind heiße Quellen, das sind, Japan ist ja ein Nest von Vulkan. Heißes Wasser tritt an die Oberfläche und dann, wenn es ein bisschen abgekühlt ist, hüpft man dann dort rein. Das ist Teil der Alltagskultur und ein grosser Spass. Jetzt im Vergleich zu, wenn man da irgendeinen Wellness geht und so, ist das relativ schrecklich. Und dort kann man das wirklich machen und auch für dich als grossen Ästhet ein Gewinn und etwas, was du gerne gemacht hast. Absolut. Wellness ist ein weiter Begriff bei uns. Wellness ist ja heutzutage sogar zum Zahnarzt gehen, ist ja Wellness. Ist glaube ich auch im Heft drin, oder? Wellness, Zahn. Richtig. Hygiene. Ja. Und was macht man denn so dort, Max? Einfach in den Vulkan reinhüpfen? Tatsächlich, oder? Also nicht direkt in den Vulkan rein. Ja. Aber in so Bäder, die sehr, sehr schön sind, oft. Ja. Manchmal auch weniger. Ich habe gehofft, sie sind auch immer sauber gewesen. Und dort putzt man sich dann. Also man putzt sich, bevor man ins Bad reingeht. Man badet nicht, um sich reinigen. Ah. Körperlich, sondern um sich psychisch reinigen. Und ich habe einen Sack dabei mit Sachen. Du hast präsent mitgebracht? Genau, präsent. Ich habe zum Beispiel, man bekommt ein bisschen Eindruck, dann, wie die Japaner mit so... Wie gerne sie Ästhetik, aber wie wichtig Ästhetik ist, das sind zum Beispiel so kleine Küchle in Piepvogelform. Ich kann vielleicht schnell eins auspacken. Und hast jetzt, die hast du dann, das irgendetwas mit diesen Bädern zu tun? Hast du die dort gekauft? Also Essen ist sowieso gehört wieder zu, das sind so kleine Piepvogelvögel. Die sind wirklich sehr hübsch. Und dann, die kann man essen. Ich kann essen. Das sind das Kuchen quasi? Ja, es sind so gefüllte Kuchen. Und dann Reiskrackers. Gibt es zum Beispiel. Und Bein. Also alles wunderschön. Mhm. Oder Sake. Ja. Also du hast auch eingekauft, du hast nicht nur Bank. Ja, das passiert zwangsweise. Ja. Wird das, ja, sehr schön. Wird das, gehört Essen mit zur Wellness? Max, hör auf, jetzt müssen wir einen Cut machen. Ja, Max Kühn, ich bin Sake verfallen. gehört Essen mit dazu? Oder Essen ist ein Bestandteil davon, ja. Also nachher, vorher isst man? Oder? Das Morgen und das Nacht gehört einfach wieder dazu. Ja. Und du sagst, es gehört, in der japanischen Kultur hat das so eine Art selbstreinigende Funktion, das Baden und sich abschrauben, sich selber kochen. Absolut, genau. Und ist dir das also vorgekommen? Hast du das Gefühl, du bist ein besserer Mensch da, von so geistigem Gift befreit? Also nachdem das Hirn durchgekocht worden ist, dann hört man mal auf denken und dann, das hilft dann schon. Das hilft dann schon. Was heisst durchgekocht? Ist tatsächlich so heiß? Es ist sehr heiß. Ja. Ist das ein Unterschied auch zur Sauna-Kultur da, dass es heißer ist? Es ist sehr heiß. Also das Wasser, das man reinsteigt, ist zwischen 40, das heisst heiß, 42 wird langsam sehr heiß, bis 46 Grad. Okay. Und was sind sonst noch Unterschiede, wenn man jetzt
gewohnter Wellness-Konsument ist in der Schweiz und dort herkommt, was würde einem auffallen, was findet man komisch? Die Leute reden Japanisch. Noch 10 Sekunden. Ich muss jetzt sowieso leider wieder Scrabble spielen. Max, du hast auch fotografiert. Bist du zufrieden mit dem Resultat? Ich bin jetzt zufrieden.